Am besten kümmere ich mich erst um eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen und unterhalte mich dann noch einmal mit dem Professor. Solange das mit der Tür nicht geklärt ist, scheint man aus ihm nicht viel herauszukriegen. Hm, wie machen wir das mit der Tür denn jetzt? Haben wir denn irgendwas Neues? Nee, wir haben ja immer noch nur das alte Zeugs. Das mit dem Graphitpulver können wir nichts anfangen. Ich glaube eigentlich nicht, dass die Baronin noch weitere Informationen für mich hat. Und die angenehmste Gesprächspartnerin ist sie auch nicht. Ach komm, die liebliche Stimme, also die ist doch wirklich süß. Und die sieht auch total schön aus. So wohl definierte Körperformen. Keine Ahnung. Hey Matt, der Geiger hatte die Brieftasche tatsächlich gestohlen. Gut beobachtet. Hab ich's doch gewusst. Der hat bestimmt noch mehr auf dem Kerbholz. Ich bleibe hier und beobachte ihn unauffällig, okay? So machen wir's. Sehr gut. Ist der Bengel also auch beschäftigt? Das ist doch sehr praktisch. Das können wir doch eigentlich direkt mal der Mutter berichten. Da hat die auch ihre Ruhe jetzt. Ach so, und natürlich, wir können uns jetzt natürlich noch eine Haarnadel abholen von der Mutter, um die Schublade zu öffnen, womit wir dann hoffentlich an einen Schlüssel für die Kabinentür rankommen. Natürlich. Miss Miller? Ja? Entschuldigen Sie die ungewöhnliche Bitte, aber Matt meinte, Sie hätten Haarnadeln dabei. Könnten Sie mir davon eine geben? Eine meiner Haarnadeln? Es ist eine lange Geschichte. Sie würden mir sehr damit helfen. Nun, wenn Sie... Nun machen Sie schon, Mary. Der Herr Wachtmeister wird schon kein Unheil damit anstellen. Oder, Herr Zellner? Natürlich nicht, Madam. Ist diese recht? Natürlich, Madam. Sehr freundlich von Ihnen. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Ich mag die beiden Grazien irgendwie. Sind beide irgendwie sympathisch. Im Gegensatz zum Geiger. Naja, egal. So, schauen wir uns doch mal an, was wir in der Schublade Schönes finden können. Und plötzlich bin ich der Dieb hier an Bord. Eigentlich schon, ne? Na nun, das war noch leichter als gedacht. Verborgene Talente. Na Mensch, 7000 haben wir jetzt schon. Wow. Batterien, eine Zahnbürste, ein Rasierpinsel. Aber kein Schlüssel, der zu einer Kabinentür passen könnte. Nur der hier. Zu klein für die Tür, aber vielleicht trotzdem nützlich. Ja, ich weiß auch schon, wofür der ist. Nämlich hier drüben für den Werkzeugkasten. Da müssen wir eben doch mit schwerem Gerät ran und die Tür einreißen. Oder wir erstatten vorher Inspektor Legrand ein bisschen Bericht. Ach klar, warum nicht? Inspektor Legrand? Gibt es Neuigkeiten? Baronin von Trebitz erzählte mir von ihrer verlorenen Brieftasche. Baronin von Trebitz? Hatten wir doch schon. Die finanziert alles, oder? Richtig, Sir. Ich habe die Brieftasche gefunden. Herr David Kreuzer, ein Geiger aus Österreich hatte sie. Dürfte zwar nichts mit unserem Fall zu tun haben, aber trotzdem, gute Arbeit. Dankeschön. Dann werde ich mich mal wieder an die Arbeit machen. Nur zu. Okay, dann kümmern wir uns mal um das Abteil und werden hier mal die Werkzeuge aus dem Köfferchen holen. Schlüssel. Wo ist es denn? Hier ist es. Ich habe noch dazu den taktischen Nachteil. Bei mir ist jetzt Tag, genau an der Stelle, wo dieser Koffer ist. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Das hoffe ich doch. Genau an der Stelle, wo der Koffer ist, spiegelt sich bei mir die Tastatur von meinem Laptop. Deswegen habe ich den erst recht nicht gesehen, weil der ja auch noch blau und blau ist. Was hast du denn jetzt eigentlich ergattern können? Außer dem kleinen Schlüssel. Den hattest du doch schon vorher, oder? Ganz ehrlich mal, was hast du jetzt da rausgeholt? Oder ist das ein neuer kleiner Schlüssel? Ich habe alles, was ich gebrauchen kann. Ja, was denn? Hoffen wir einfach mal, dass der Schlüssel jetzt für die Tür ist. Ich weiß es nicht. Oder dass wir jetzt irgendwas aufgenommen haben, was einfach nicht im Inventar auftaucht. Mal schauen. Vielleicht kann das jetzt einfach, ich weiß es nicht. Ach komm schon. Geh in den nächsten Wagen, mein Freund. So. James.
aus dem Nichts erschienen. Gut, werden wir erstmal mit James reden und dann schauen wir mal, was wir mit der Tür machen können. Also wie gesagt, das Spiel, so ein paar kleine Grafikfehler sind dann doch mit drin. Ich kann mich auch noch erinnern, im Intro, ganz am Anfang in der ersten Folge, falls ihr es euch nochmal anschauen wollt, da gab es so eine große Draufsicht hier auf die Idylle der Umgebung und da waren auch so einige Bäumchen, die immer mal so reingeglitscht sind und dann wieder weg waren. Der Butler, dieser James, scheint vor der Baronin geflüchtet zu sein. Kann ich verstehen. Good day to you, sir. Kann ich Ihnen helfen, Wachtmeister? Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen. Wo sind Sie und die Baronin eingestiegen? In Paris. Die Baronin hatte dort im Auftrag einer Stiftung zu tun, für die sie sich seit Jahren einsetzt. Dann waren Sie gar nicht in London, als im britischen Museum eingebrochen wurde? Vermutlich doch. Wir sind erst am Morgen nach dem Einbruch in aller Frühe nach Dover aufgebrochen. Erfahren haben wir davon aber erst in Paris. In der Londoner Morgenausgabe war der Vorfall noch nicht erwähnt. Und schon zwei Tage später sind Sie in einem Zug in der Schweiz. Die Baronin kommt sehr viel herum, nicht wahr? Wir sind in der Tat fast immer unterwegs. Tja, Jet Set. Was können Sie mir über die Baronin sagen? Gar nichts. Ein Butler tratscht nicht, Sir. Das ist richtig. Wenn Sie mir die etwas seltsame Frage verzeihen wollen, heißen Sie wirklich James? Das wäre ja ein glücklicher Zufall bei Ihrem Beruf. Mein Name ist Clive Alfred Inch. Ihr zweiter Vorname ist Alfred und die Baronin nennt Sie James? Milady ist der Ansicht, dass James der einzig passende Rufname für einen Butler ist. Aber natürlich, was sonst? Wie jetzt Beruf des Butlers? Er ist Butler. Ist Butler nicht überhaupt ein seltsamer Beruf? Nö, Butler. Viele halten das für einen seltsamen Beruf. Er ist zumindest im Aussterben begriffen, das ist korrekt. Nö. Der Krieg hat uns eine ganze Generation von Butlern gekostet. Waren Sie auch im Krieg? In der Tat. Ich war Stallbursche bei einem Offizier der britischen Kavallerie. Bei euch Briten weiß man nie, von welchem Krieg ihr redet. Da hat sich seit dem 30-Jährigen nicht viel getan, oder? Im 30-Jährigen Krieg hätte ich keinen Splitter einer Fliegerbombe abbekommen. Nein, sicher nicht. Goodbye, James. Oder Alfred. Diese Vorurteile wieder. Apropos Butler, Schwund und Krieg. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, glaube ich, Downton Abbey. Hier in Verbindung mit der Schriftstellerin, weil die mir ja sehr bekannt vorkam. Passt an der Stelle auch wieder. Da geht es nämlich um eine Adelsfamilie und den gesamten Hausstand dabei. Und das spielt, ich glaube, zur Zeit des Ersten Weltkrieges, wenn ich mich nicht irre. Und da schaffen es auch nicht mehr alle nach Hause. Gut, also mit James gibt es jetzt nicht wirklich was zu besprechen. Der will wahrscheinlich einfach nur mal seine Ruhe haben, nachdem er jetzt seine Ohren die ganze Zeit strapazieren lassen musste von dieser lieblichen Stimme. Gut, dann wollen wir hier mal. Ich glaube nicht, dass man... Nein. Das wird nichts. Ja, du hast doch gerade... Der Bolzen ist zu kurz, um ihn vernünftig greifen zu können. Ach so, der Schlüssel. Ist das denn... Sag mir jetzt bitte nicht, dass das der Schlüssel für die Dingens ist. Nein, ist es nicht, okay. Nein, das ist ein ganz anderer Ach, Schlüssel. Ach nee. Der hier ist für ein Vorhängeschloss. Aber das habe ich doch schon... Für die Abteiltür brauche ich einen großen Schlüssel mit einer viereckigen Vertiefung oder ein passendes Werkzeug. Du hast aber aus dem... Sag mal, also irgendwie... Der hat doch aus der Dingens gar nichts rausgenommen aus der Kiste. Jetzt muss ich nochmal da hingehen. Das ist doch irgendwie komisch. Also das ist jetzt echt irgendwie seltsam. Er meint noch so, ja, jetzt habe ich alles, was ich brauche, aber du hast doch nichts genommen. Du hast doch noch genau dasselbe wie vorher bei dir. Vielen Dank für Ihre Haarnadel, Miss Miller. Sie hat mich bei meiner Arbeit ein entscheidendes Stück vorangebracht. Ach, tatsächlich? Das ist erfreulich. Und vielen Dank, dass Sie sie mir zurückgebracht haben. Das hätte nicht jeder getan. Ich bin Schweizer Polizist, Madame. Ich kann gar nicht anders. Ich bin halt ein Guter. Nee, war bloß Zufall, dass es mir gerade eingefallen ist, als wir hier vorbeigegangen sind. Okay, haben wir jetzt noch vielleicht irgendwas hier hinten in der Schublade drin? Ich habe noch keine Ahnung. Nee, die Schublade können wir auch gar nicht mehr auswählen. Wir können auch die Schere nicht mehr auswählen. Wir können ja gar nichts mehr auswählen. Das hat sich also erledigt. Gut, vielleicht jetzt mal wieder was mit Dr. Gebhardt?
Ich lasse ihn besser seine Zeit. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal hier draußen schauen. Das ist doch echt ein bisschen mysteriös mit der Vorratskiste hier, die wir jetzt auch nicht mehr auswählen können. Na, sag mal. Hat er vielleicht irgendwas runtergeschmissen hier, was hier irgendwo hängt oder so? Nee. Jetzt haben wir eine Zange. Kommt. Gut, wir haben eine Zange. Was machen wir jetzt mit der Zange, ist die Frage. Schön, dass sie jetzt aber auch auftaucht. Können wir irgendwas damit bei uns im Inventar zerkleinern? Ich weiß es nicht. Oder wir nehmen das Radio auseinander. Aber schön, dass jetzt die Zange auch da ist. Nee. Da musste man erst wieder zurückgehen, damit sie auftaucht. Also wie gesagt, ein paar Ecken und Kanten sind noch drin. Ne? Das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen ausbessern. Ansonsten gefällt es mir bislang sehr gut, muss ich sagen. So, jetzt vom Inhaltlichen her. Und die Figuren sind eigentlich auch schön gezeichnet. Also von der Charakterzeichnung her, meine ich. Und die Synchronstimmen passen eigentlich auch gut. So, ist denn die Zange das Werkzeug, mit der wir hier das Ganze öffnen können? Damit sollte ich den Bolzen sicher zu Fass bringen. Sehr gut. Los, beeilen Sie sich doch. Yay! Hallo? Das Fenster hatte ich nur einen Spalt breit offen gelassen. Nichts zu sehen. Oh. Alles in Ordnung? Ja, bestens. Mit der üblichen Schweizer Gelassenheit nimmt das, dass seine Mütze gerade aus dem Fenster geweht ist. Hätte man ja auch vorher drauf kommen können, dass man die vielleicht abnehmen sollte, bevor man aus dem Fenster guckt beim Fahrtwind. Aber naja, reden wir nicht drüber. Jetzt können wir erstmal Professor Lucien ausfragen. Haben Sie eine Idee, warum die Tür verschlossen war? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das Schloss durch die ständigen Erschütterungen von selbst... Oder jemand ist eingebrochen. Das glauben Sie hoffentlich selbst nicht. Was ist denn Ihre Theorie? Der Schaffner könnte die Tür von außen verschlossen haben. Es könnte allerdings auch jemand hier im Abteil gewesen sein und die Tür von innen verriegelt haben. Wer? Und wo ist er hin? Er könnte dort hinausgeklettert sein. Wer wäre so verrückt? Der Rabe. Was müssen Sie mir sagen, Herr Professor? Also, was verstecken Sie in der Tasche? Was haben Sie, das sich zu stehlen lohnen würde? Nein, nichts. Keine Wertgegenstände? Nein, doch nicht bei meinem Gehalt. Für ein Erste-Klasse-Abteil in einem Luxuszug hat es gereicht. Das ist meine Angelegenheit. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor Lucien. Bei deinem Gehalt? Du bist ein Professor und arbeitest am britischen Museum. Du musst eigentlich ein Schweinegehalt kriegen. Wenn ich dran denke, was früher, bevor die es mal reformiert haben, in Deutschland die Professoren gekriegt haben, da konnte man mit Alterszuschlag, ich glaube, bis zu 10.000 Euro im Monat kriegen, hatte ich mal gesehen. Wenn man wirklich sehr lange dabei war. Also damals war es ja noch so gewesen, dass man für die Länge des Dienstes für den Staat sozusagen dann immer noch einen Bonus gekriegt hat. Und wenn man da uralt war und ewig lang dabei und dann noch Zuschläge überall abgefasst hat für irgendwelche Forschungsvorhaben, dann konnte man locker mal 10.000 im Monat kriegen. Und das ist nicht wenig. Also davon, naja, egal. Ich glaube, Sie und Inspektor Legrand kennen sich doch. Wie kommen Sie darauf? Sie scheinen zusammen ein Transportbüro für Tresore zu betreiben. Dazu sage ich nichts. Es geht um eine Sache von internationaler Bedeutung. Sagen Sie, Professor, verwahren Sie eventuell einen Schlüssel in Ihrer Aktentasche? Was? Einen... Und wenn es so wäre, wäre er immer noch da? Ach so. Wäre alles in Ordnung. Das hoffen wir zumindest. Allerdings könnte ein Einbrecher leicht einen Abdruck genommen haben. Nicht wahr, Professor? Oh... Alles klar, der Professor hat den Schlüssel also und das ist Teil der Falle dabei, denke ich mal. Und der Einbruch im Museum? Der hat Sie nicht weiter interessiert? Auch nicht als Leiter der Abteilung, der Einbruch galt? Also schön. Der Einbruch hat mich sehr mitgenommen und erschreckt. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. In Ordnung? Und das konnten Sie mir nicht gleich sagen? Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Ich kann niemandem trauen. Überall Schatten, überall das Böse, alles lauert.
Sie fahren doch nicht nur nach Venedig, oder? Kann es sein, dass Ihre Reise noch weitergeht? Bis nach Ägypten vielleicht? Ich stehe auf Ihrer Seite, aber je häufiger Sie mich anschwindeln, desto schwieriger machen Sie es mir. Eigentlich geht Ihnen das wirklich nichts an, aber naja. Wir lesen ihn wie ein Buch. Wir wissen schon vorher alles über ihn.